Es gibt keine Klobürste. Nee. Das ist jetzt, also, das ist jetzt auf Video festgehalten. Gerade hier in Idlewild. Ein Zero-Tag, also ein Tag ohne Laufen. Also ich laufe jetzt zwar, aber nicht auf dem Trail. Richtig schön in dem Bett geschlafen, geduscht, Wäsche gewaschen heute Morgen. Jetzt ein bisschen ja, Sightseeing, die Stadt angucken. Eine richtig schöne kleine Stadt hier, Idlewild, ganz, ganz toll. Liegt so vor den Bergen. Herrlich. Ja, bin hier mit dem Matthias unterwegs. Matze oder auch Coach ist sein Trailname. Ganz angenehmer Typ. Sehr sympathisch. Ja, und wir machen uns jetzt hier einen schönen Tag. Heute ist Dienstag, der 26. April 2022, 11:30 Uhr mittags. Ja, mal schauen, was heute noch so passiert. Ein paar Postkarten wollte ich noch schreiben. Mal schauen, was so ein Paket nach Deutschland kostet. Ein paar Süßigkeiten verschicken und vielleicht ein paar Magnete, so, die ich nicht mitschleppen will. Und einfach den Tag genießen hier in diesem schönen kleinen Städtchen. Howdy! Heute ist der 13. Tag hier auf dem Pacific Crest Trail. 27. April 2022. Ich war jetzt zwei Tage lang, also zwei Nächte, in Idlewild. Das heißt, zwei Nächte bedeutet ein voller Zero, also ein Tag ohne auf dem Trail unterwegs gewesen zu sein. Das war ganz gut, um Proviant nachzukaufen. Ein bisschen zu viel, was ich jetzt auf dem Rücken merke und an den Schultern und auch in den Sprunggelenken. Die müssen sich erstmal dran gewöhnen, an das neue Gewicht. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Trail. Seit, naja, knapp zwei Stunden unterwegs. Ganz langsam. Also heute ist Mittwoch. Bin jetzt bis Montag wahrscheinlich, 2. Mai, draußen. Also in der Wildnis und komme dann am 2. Mai wahrscheinlich an dem Montag in, hoffentlich in Big Bear an. Big Bear City oder Big Bear Lake, das nimmt sich nicht viel. Ja, laufe jetzt hier durch diese San Jacinto Wilderness. Richtig, richtig schön, wie man sieht. Herrlich, herrliche Nadelbäume. Die Luft ist unbeschreiblich gesund. Ja, freue mich auf die nächsten Tage hier draußen. War ganz schön, zwei Tage mal in einem Bett zu schlafen, im Idlewild Bunkhouse.
hatte mir das Bett und das Zimmer ja mit dem Coach geteilt. Coach, sein Trailname, Matthias, sein richtiger Name, super angenehmer Typ, hatte ich schon dreimal gesagt, jetzt glaube ich, kann man nur wiederholen. Und jeden Tag hier aufs Neue die Erkenntnis, wie wunderschön der Weg hier ist. Auch wenn es jetzt recht sportlich bergauf geht. Aber das gehört ja dazu. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Hit the 200 mile mark with the one and only Super Tramp. Hey. Almost to Cabazon. Heute ist Freitag, der 29. April 2022, der 15. Tag hier auf dem Trail. Hab jetzt Cabazon hinter mich gelassen und bin auf dem Weg zum White Water River. Der liegt noch ein paar Meilen vor mir. Da gibt's Wasser, was mir jetzt so ein bisschen leicht ausgeht. Relativ hoch hier, windig. Ja, also heute ist Freitag. Am Montag plane ich in Big Bear anzukommen und da gibt es dann den nächsten Zero. Da habe ich mir in so einem Motel
Motel 6 in Big Bear für 50 Dollar die Nacht nur ein Zimmer für 2 Nächte reserviert. Puh, da kann ich dann nochmal aufladen. Danach gibt es dann erstmal für eine relativ lange Zeit nicht so wirklich gute Ortschaften zum Unterkommen. Die nächste Ortschaft nach Big Bear ist Wrightwood. Relativ klein. Und ich denke, so wie Idlewild vor ein paar Tagen dürften die Unterkünfte relativ rar gesät und teuer sein. Ja, deswegen jetzt nochmal schön in Big Bear. Einen kompletten Tag nichts tun. Ja, ich bin heute Morgen, weiß nicht, kurz nach 8 losgelaufen. Jetzt ist 10.40 Uhr. Knapp 8 Kilometer geschafft. Relativ langsam unterwegs, aber das ist hier mit den ganzen Aufstiegen und Abstiegen auch nicht verwunderlich. Plus, was dazu kommt, das, was einem einfach an Komfort fehlt, einfach mal nach einem Tag wandern, duschen oder alle 3 Stunden irgendwie einen Radler trinken können, eiskaltes, gibt's hier gar nicht. Also, ich bin froh über jeden Schluck Wasser, so warm wie der auch ist, den ich hier mit mir rumschleppe. Das ist nicht mehr viel, dürfte jetzt noch knapp an 1,2 Liter oder sowas sein. Und ein paar Meilen sind es noch. Also, ja, denke, das zehrt auch relativ gut an den Kräften. Einfach nicht abends das Schnitzel mit Pommes zu haben, sondern, ja, gestern gab es 2 Tüten Ramen-Nudeln und einen Snickers, glaube ich. Ja. Daher sind diese Town Days hier das echt Weihnachten, Ostern, Geburtstag auf einen Tag. Und da weiß man wirklich diese Kleinigkeiten hier, die den Luxus eines zivilisierten Alltags noch viel, viel mehr zu schätzen, wenn man das hier mal erlebt hat. Ja, die Gegend hier ist, wie man sieht, schön, denke ich, ja. Weit und breit keine Menschenseele. Puh. Mal schauen, wie weit das heute geht. Auf jeden Fall zum Whitewater River muss ich noch kommen, weil da gibt's Wasser.
Hallo, es ist immer noch der 15. Tag, Freitag, glaube 29. April 2022. Bin jetzt hier kurz vor der nächsten Wasserstelle und dem Ort, an dem ich wohl die Nacht verbringen werde. Habe jetzt 22 Kilometer auf der Uhr. Es ist 17 Uhr. Kurz vor 17 Uhr. Die Gegend hier ist sehr schön. Ja. Da hinten von diesem ganz großen Berg, das ist der Mount San Jacinto, da bin ich vor ein paar Tagen runtergelaufen. Ich weiß nicht wie. Hoch und runtergelaufen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber wie verschwimmt hier die Zeit total. Also ich denke nur an Wasser oder eigentlich denke ich eher so an nicht Wasser, sondern eine kalte Cola oder ein Radler oder so. Aber so richtig kalt, so ein Glas, wo sich so außen am Glas das Kondenswasser so bildet, abperlt und runterläuft. Das wär's. Naja, ist für mich heute nicht drin. Ja, also ein Radler ist heute für mich nicht drin. Musste kurz ausmachen, weil da von hinten jemand angetrabt kam. Ein frischer Wanderer. Kommen gerade aus, oder hinter mir liegt die Stadt Cabazon. Da haben einige Zero gemacht, haben geduscht, hatten vielleicht sogar eine kalte Cola und so. Naja, das macht sich hier auch echt bemerkbar. Wenn man mal so einen Tag Ruhe hatte und wirklich gutes oder überhaupt Essen. Ich habe heute mich von Riegeln ernährt. Von einer Portion Trail Butter. Und eine relativ großen Portion Kartoffelbrei. Hab mir da noch ein bisschen Thunfisch reingestreut. Ja, also mit Thunfisch gerührt. Ja. Gerade eben noch einen Riegel gegessen. Aber unten, ja, Elektrolyte hatte ich heute schon. Gut, dass ich mir die noch geholt habe in Idlewild. 10 so kleine Päckchen für 24 Dollar. Aber es sollen irgendwie besondere sein. Naja, mir geht es gar nicht so schlecht. Also, es ist mega warm. Die Sonne brennt auch hier um 17 Uhr noch. Oh, und ich hätte gern Radler. Das werde ich wohl erstmal eine ganze Weile nicht haben. Naja, dafür habe ich einen schönen Ausblick hier. Ja. Hallo, ich nochmal. Sehe ganz schön müde aus. Auch ein anstrengender Tag. Bei mir gibt es jetzt Armbrot. Ich sitze hier
da, wo ich heute schlafe. So sieht das hier aus. Das ist mein Zelt. Oh. Ja. Und hier ist mein Essen. Kann man das sehen? Drehen wir um. Können wir das umdrehen hier? Hallo? Da. Das ist, das sind Nudeln. Also eine Knorr-Nudelsuppe. Angedickt mit Kartoffelpüree. Meine neueste Kreation hier. Ja. So ist ganz, ganz schöner Platz hier. Da hinten geht jetzt irgendwie die Sonne unter. Die sieht man nicht, aber die ist da noch in den Bergen. Von da kommt die morgen hoch. Und das ist auch meine Aussicht für morgen. Da muss ich morgen rüber. So, ich nochmal. Heute ist schon, bei euch ist schon Sonntag, bei mir ist noch Samstag. Puh, die letzten Tage waren richtig, richtig hart. Also, das ist was anderes, sich schicke YouTube-Videos anzugucken, wo die Leute alle lustig drauf sind und gute Laune haben, als das Ding hier zu machen. Das ist schon mal so eine erste Erkenntnis. Das ist echt nicht ohne. Also, so viele Höhenmeter jetzt schon. Also ich mache hier am Tag locker über 1000 Höhenmeter. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, immer wieder. Jetzt bin ich gerade angekommen, habe gerade schon ein Foto geschickt oder gerade angekommen. Hier auf meinem Platz für heute Nacht. Schöne Grüße nochmal. Bin jetzt 25 Meilen vor Big Bear. Nochmal morgen vielleicht so 15 Meilen und dann übermorgen Montag nochmal 10 und dann bin ich übermorgen Mittag, also Montag in Big Bear. Und da habe ich endlich ein kleines Motel gefunden für $50 die Nacht. Da werde ich 2 Nächte bleiben. Ja, so sieht es hier aus bei mir. Also richtig schön so. Ja, richtig schöne Gegend. Ist etwas hoch. Ich hoffe, heute Nacht wird es nicht allzu windig und zu kalt. Kalt geht so. Also ich habe gute Sachen. Aber hoffentlich wird es nicht so windig. Ja, jetzt habe ich mir gerade Kartoffelbrei gemacht hier mit Thunfisch. Kühlt jetzt noch ein bisschen ab. Dann werdet ihr ihn essen. Ihr habt bestimmt hier eure Rouladen oder Spinat oder Schweinebraten oder was auch immer Leckeres gegessen schon. Trinkt jetzt vielleicht noch ein Bier oder frisches Wasser so mit Sprudel. Ja. Puh. Servus. Heute ist Sonntag, der 1. Mai 2022, 17. Tag hier auf dem Pacific Crest Trail. Bin jetzt ungefähr bei Meile 260 insgesamt. Gestern war ein relativ harter Tag, weil es so durch so verbranntes Gelände ging. Die San Giorgio Wilderness oder so. Ja, verbranntes Gelände, wenig Wasser, relativ anstrengend durch die Anstiege. Ja, zwischendurch mal kalt. Also gestern war ein relativ ungemütlicher Tag hier. Wetter war trotzdem gut, also es war zu gut teilweise auch. Tagsüber hat einen die Sonne gebraten. Nachts war es kalt. Ja, heute ist dafür ein schönerer Tag. Es ist jetzt 11.20 Uhr und ich habe jetzt schon so 15 Kilometer auf der Uhr. Das ist super, weil umso mehr Kilometer oder Meilen ich heute schaffe, umso näher bin ich an Big Bear dran. Da will ich morgen früh oder morgen Vormittag ankommen, um dann da erstmal ordentlich zu frühstücken, zur Post zu gehen,
Paket abzuholen, was ich mir aus San Diego dorthin geschickt habe. Dann gegen 15 Uhr kann ich einchecken ins Motel 6. Da bin ich dann 2 Nächte, also habe einen kompletten Zero am Dienstag. Ja, und werde die Zeit da mit gutem Essen, viel trinken und Ausruhen genießen. Ja, die Gegend hier heute, die ist richtig schön. Es macht Spaß, es geht bergab, also es läuft sich hier fast von allein, kann man sagen. Immer noch ganz, ganz viele Eidechsen hier unterwegs. Ein paar Chipmunks habe ich schon gesehen, die sind sauschnell, die kleinen Viecher. Die huschen hier über die Wege. Eichhörnchen, da hinten, da vorne ist ein Eichhörnchen. Ein graues Eichhörnchen, dessen Schwanz größer ist als der Körper. Ja, und ansonsten richtig schöne Nadelbäume hier. Die Luft hier ist gesund. Ja, die Meilen gehen von selbst. Heute so halbwegs. Ja, das ist also ganz schön. Soweit. Mal gucken, wie weit mich die Füße heute tragen. Bestenfalls so bis 5 Meilen vor Big Bear, dann geht es morgen schnell. Bin relativ früh raus heute, also schon um 6.30 Uhr oder sowas aufgewacht. Also stelle mir hier keinen Wecker, sondern wenn ich wach werde, werde ich wach. Das ist meistens so zwischen 6.30 Uhr, also das erste Mal so 5.30 Uhr. Dann denke ich mir, kann ich mich nochmal umdrehen. Dann das zweite Mal 6.30 Uhr, dann wird noch ein bisschen gedöst. Und manchmal schaffe ich es vor 7, mich aus dem Schlafsack zu pellen. Und manchmal danach, da ist wieder so ein kleiner. Witzig. Ja, heute war es ein bisschen früher. Bin jetzt also schon ja, fast 4 Stunden unterwegs. Also laufen 3,5 Stunden, sagt meine Uhr, und 15 Kilometer, das ist super. Im Gegensatz zu den Durchschnittszeiten, die ich in den letzten Tagen so gemacht habe, durch die Aufstiege, da war ich tatsächlich bei einem Tagesschnitt so oder im Schnitt bei so 3 Kilometer pro Stunde, was sich echt zieht. Und wenn man dann noch auf Meilen umrechnet, dann zieht sich das noch mehr. Naja, ja, so viel erstmal zu diesem Sonntag. Heute 1. Mai. Ist hier ganz friedlich in Südkalifornien. Die Sonne scheint, keine einzige Wolke am Himmel. Richtig schön. Hallo, schönen guten Abend.
Ist immer noch der 1. Mai 2022, 17. Tag hier und immer noch auf dem Trail. Mittlerweile ist es abends, 17.44 Uhr. Habe jetzt 32 Kilometer auf der Uhr. Die fühlen sich gut an. Richtig schöner Tag heute, zweimal Trail Magic. Also einmal an so einer Art Kreuzung, wo so ein Waldweg den Trail gekreuzt hat. Da hat eine Gruppe von Leuten, die so in Big Bear leben, Campingtische, Campingstühle aufgestellt. Richtig schön, alles was das Herz begehrt. Und dann danach nochmal ein Mädel aus Los Angeles, die meinte irgendwie, sie hätte jetzt am Wochenende eine große Party gehabt und hat jetzt zu dem Stück, wo sie da, also zum PCT, alles mitgenommen, was von der Party übrig geblieben ist. Ich habe noch Brokkoli abgestaubt, Brokkoli und Paprika geschnitten. Dann habe ich eben Carol noch getroffen, also auch eine Mitwanderin hier. Die hat dann mir noch eine halbe Avocado mitgegeben, weil sie die nicht brauchte. Also gibt es heute Brokkoli, Paprika, Avocado mit Kartoffelbrei. Richtig gesund. Ja, 32 Kilometer gerade frisch. Richtig schön hier gerade, also super weiter Blick. Die Sonne geht irgendwie vor mir unter. Richtig schön. Und vor mir ist dann auch Big Bear. Ich kann es noch nicht sehen, aber es ist nicht mehr so weit. Also ich glaube noch ungefähr 5 Meilen bis zum Highway Nummer 18. Von dort aus trampt man dann nach Big Bear. Muss dann natürlich wieder zurücktrampen, wenn man auf dem Trail wieder geht. Gar keine Frage. Also wird jetzt nicht abgekürzt oder so, sondern immer wenn es in eine Stadt geht, dann trampt man meistens irgendwie von einem Highway, der auf dem Trail liegt, in die Stadt und dann von der Stadt an dem Tag, wo man dann weitermacht, wieder genau an die Stelle, an der man den Trail verlassen hat. Ja, ich freue mich richtig drauf auf Big Bear und auch freue mich auch drüber, dass ich heute so weit gekommen bin. Richtig schön, mal gucken, also jetzt ist 17.46 Uhr. Ich denke mal, so eine Dreiviertelstunde werde ich noch laufen. Die Sonne geht hier so mittlerweile jetzt so gegen 20 Uhr unter. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Licht und Helligkeit, um in Ruhe das Zelt aufzuschlagen und das Essen zu machen. Also ich muss ja nur einmal Wasser aufkochen, Kartoffelbrei einrühren und dann die Schale mit dem Brokkoli, der Paprika und mir die Avocado da reinschnippeln. Das dürfte schnell gehen. Zeltaufbau dauert jetzt so mit allem um die 20 Minuten. Relativ aufrissig. Irgendwie, also ich muss da noch überlegen, wie ich das effizienter machen kann. Gerade auch morgens ist das echt lästig. Also ich bin eh nicht so die Morgenperson. Ja, und dann ist das, was immer abschreckt, oder ja, diese Pflichten am Morgen, Zelt zusammenbauen, den ganzen Kram zusammenwühlen. So viel ist es nicht, also ich bin schon relativ effizient unterwegs, aber das geht noch besser. Ja, das macht hier richtig Spaß gerade, also die Landschaft, der Blick hier, der ist einfach überwältigend. Ja, was soll man dazu sagen? Herrlich! Ansonsten Beschwerden habe ich so gut wie gar keine. Also natürlich machen sich jetzt über 400 Kilometer zu Fuß in den letzten 17 Tagen schon bemerkbar, aber eher so, dass ich jetzt also abends in den Sprunggelenken so ein bisschen, also nicht wirklich Gelenkschmerzen, sondern eher so, naja, so, ich merke die Belastung. Knie sind komplett okay.
Der Rest ist auch komplett okay, also Muskeln merke ich gar nichts. Also jeden Tag, von Tag zu Tag wird das flüssiger, habe keine festen Waden oder keine festen Oberschenkelmuskeln. Das ist alles super, super entspannt. Also man wird hier wirklich von Tag zu Tag dann zu einer Laufmaschine. Der hat mir jetzt in Big Bear, habe ich mir gerade eine Einkaufsliste gemacht, auch nochmal Glucosamin heißt das Zeug, glaube ich, holen für die Gelenke. Einfach damit so ein bisschen mehr Gelenkschmiere reinkommt. Ob das jetzt tatsächlich wirkt oder eher Placebo ist, ist mir egal. Eins von beiden. Ja, ansonsten der Magen hat sich auch wieder beruhigt. Das war ja am Anfang, glaube ich, am 6., 7. Tag oder so. Puh, da ging es mir richtig scheiße. Da hatte ich ja über Nacht mir mit zwar gefiltertem Wasser, aber über Nacht dann so, den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt und dann über Nacht ziehen lassen, so Oatmeal. Und morgens dann zum Frühstück gegessen, war nicht so eine gute Idee. Also ich hatte so krasse Magenkrämpfe, dass ich dachte, ich muss hier mit dem Hubschrauber abgeholt werden und mir bricht der Magen durch oder so. Also jetzt nicht dramatisiert, aber ja, hat sich zumindest ziemlich unangenehm und schmerzhaft stechend angefühlt. Ja, dann hatte mir die Kelly da diese Pepto-Bismol heißen die. Pepto-Bismol, so Kautabletten gegeben in einer knallpinken Farbe, knallrosa pink, whatever. Ja, die haben es dann gebracht letztendlich. Ich habe mir dann davon gleich in Idlewild eine Packung geholt für den Eigenbedarf. Aber, was soll ich sagen, seitdem habe ich die nie wieder gebraucht. Hoffe mal, dass es so bleibt. Jo, was gibt's noch? Achso, Blasen, null. Gar keine einzige Blase, nix. Also, mein Laufapparat funktioniert hier wie geschmiert. Das ist richtig schön, wenn ich von anderen hier so höre, dass die Knochen wehtun, also die Gelenke, die Knie, dass sie sich mit Blasen plagen, wenn ich auch teilweise in Camps, wenn man mal so eine Pause macht, die Füße von denen sehe, mit Blasen überpflastert, also wortwörtlich, also mit Pflastern überpflastert, so, ja. Und teilweise blutig gelaufen, da habe ich echt riesen Glück. Möglicherweise liegt es daran, oder wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Füße das so ein bisschen gewohnt sind, die Lauferei. Jo, also sehr gut alles. Ich hoffe, das bleibt alles so beschwerdefrei, beziehungsweise auch, dass hier die Sprunggelenke, die ich so ein bisschen merke an den Innenseiten, dass die sich noch mehr an die Belastung gewöhnen. Also es ging heute den ganzen Tag bis Kilometer 30 super gut. Jetzt bin ich bei 32,5. Ja, denke, das ist einfach nur eine Frage der Gewöhnung und auch natürlich eine Frage der Regeneration, die ja morgen kommt. Das ist super. Ab morgen bis übermorgen, also Mittwoch, wird regeneriert. Also morgen noch ein bisschen, ein paar Meilen zum Highway laufen, dann eine Fahrt vom Highway nach Big Bear. Dann so ein bisschen organisatorischer Kram, da wieder Post, Paket abholen, einkaufen gehen. Und dann werde ich mich wie so ein Tier in meinen Bau zurückziehen. Ja, ein paar Nachrichten beantworten und sowas alles. Aber dabei dann die Füße regenerieren. Am Dienstag komplett. Mittwoch werde ich es mir auch, werde ich es auch entspannt angehen lassen. Also Mittwoch dann. Elfes auschecken, das werde ich auch ausreizen. Relativ spät losgehen, dann noch schön frühstücken in Big Bear, sodass ich dann voll aufgeladen wieder am Mittwoch auf den Trail gehe. Die nächste Stadt ist dann Wrightwood, also die nächste größere. Da muss ich mal gucken, ob ich da eine Übernachtung finde. Ja, aber so geht es hier richtig gut. Die Sonne geht da gerade irgendwie unter oder fängt an unterzugehen, kurz vor 6. Hier ist gerade relativ karg, so oben auf
zu den Hügeln hier ist nicht wirklich was zum Zelten da, also Platz. Wenn man, auch wenn man denkt, ja, man kann doch da irgendwie einfach mal so ein Zelt aufschlagen. So einfach ist es gar nicht. Weil man braucht tatsächlich so eine plane Fläche, also so eine wirklich waagerechte Fläche, die auch über, na, bestenfalls 2x2 Meter waagerecht ist, weil wenn man das Zelt irgendwie auf einer abschüssigen Fläche aufstellt, dann ist klar, dann schläft man da nicht so doll, beziehungsweise rutscht nach unten, nach oben, zur Seite, rollt weg. Das kann man sich also sparen, also muss man tatsächlich einen richtig guten waagerechten Platz zum Zelten finden. Ja, aber ich denke, da kommen noch welche. Und umso später einer kommt, umso mehr bin ich heute gelaufen. Das ist doch das Gute daran. Ja, und kann hier noch die Landschaft genießen. Richtig schön. Und komplett alleine. Also vorhin, vor einer Stunde oder so, hatte ich die Carol getroffen, die Scotty Bear heißt. Ich muss mir den Namen immer mal merken. Und sie meinte, vor uns oder vor mir ist jetzt auch noch einer. Golden heißt der. Irgendwie von Golden Retriever. Die Geschichte dahinter habe ich noch nicht so ganz geblickt. Ja, der müsste noch vor mir sein. Vielleicht wird der hier auch sein Zelt irgendwo aufgeschlagen haben an der nächstmöglichen Gelegenheit. Ja, das hier zum 1. Mai. Richtig schön. Und morgen bis Mittwoch ist dann erstmal Big Bear angesagt mit gutem Essen, gesunden Essen, viel Gatorade, viel Cola. Ja, und vor allem Dusche und so die Annehmlichkeiten der Zivilisation wie ein Klo. Das ist richtig, eine richtig gute Erfindung, so ein Klo. Ja. Gute Nacht. Thank you.